So. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was für einen Text ich gerade machen soll. Ich habe irgendwie ganz viele zur Auswahl mit dabei. Welche ich nicht. Das ist. Jetzt fallen sie mir alle noch weg. Den Text, den ich jetzt mache, für den ich mich gerade entschieden habe, ganz spontan, hatte ein Kollege gesagt, ich soll auf jeden Fall vorher etwas Freundliches sagen, ansonsten komme ich zu böse rüber. Hallo. Ihr seht übrigens alle total schön aus. So, jetzt der Text. In meiner Straße hängt ein Mediamarkt-Plakat. Mehr Klingel, Klingel für weniger Pinke, Pinke. Völlig fassungslos stehe ich davor. Nicht, weil mich die Hirnlosigkeit dieser Werbung für Mobiltelefone überraschte. Nein, mit einer gewissen morbiden Faszination für Sprachverfall kam ich nicht umhin zu registrieren, dass hinter mehr Klingel, Klingel für weniger Pinke, Pinke noch etwas kam. Ein Punkt. Als ob das davor nicht verbale Jauch aus den Ställen stinkender Werbeagenturen wäre, sondern annähernd so etwas wie ein vollständiger Satz, stand dort ein Punkt. Mehr Klingel, Klingel für weniger Pinke, Pinke, Punkt. Was sind das für Menschen, die diese unerträgliche Sprachgülle, die bei bloßer Lektüre schon die Bindehaut von den Augäpfeln ätzt, noch mit dem vollendetsten aller Satzzeichen abzuschließen wagen, dem Punkt. Wollt ihr etwa demonstrieren, ihr seid doch nicht blöd, ihr könnt sogar Grammatik? Ich sehe gerade den kleinen Angestellten der Münchner Werbeagentur Red Blue vor mir, die auch dieses Plakat verzapft hat, wie sie schon ganz Deutschland mit So muss Technik, bin doch nicht blöd, Reviermarkierung vollgepisst hat. Nennen wir diesen bedauernswerten bajuwarischen Sprachpanscher der Einfachheit halber mal Werbefuzzi. Werbefuzzi hat gerade mehr Klingel, Klingel für weniger Pinke, Pinke aufs Papier geschissen. Und weil sein kleines Näschen vom Koks noch nicht ganz zerfressen ist, fallen seinen letzten paar Riechrezeptoren auf, wie übel das da auf dem Blatt vor ihm stinkt. Und in einer klitzekleinen, wenig benutzten Region seines Hirns regt sich ein Müh an konraddudischem Gewissen. Und was tut unser kleiner Werbefuzzi nun? Er knüllt nicht etwa dieses Blatt zusammen und frisst es auf, damit diese Wortkombination in eben jene Gedärme zurückwandert, aus denen sie hervorgepresst wurde. Nein! Werbefuzzi setzt hinter seine 7 Krümel Sprachkack noch einen kleinen, feinen, runden Punkt. Wer nach so einem Sprachdreck einen Punkt setzt, der glotzt auch nach dem Rotz neugierig in sein Taschentuch. Ach was, wer hinter diesen Verbalkehricht einen Punkt zwingt, der drückt die Hälfte seines Taschentuchs noch ganz bewusst aufeinander, faltet sie sorgsam auf und zeigt sie dann in der Agentur herum. Guck mal, ein Zitronenfalter! Dann postet er das Bild bei Facebook und 20 anderen Werbefuzzis gefällt das. Mehr Klingel, Klingel für weniger Pinke, Pinke. Hat aber gar keinen Punkt verdient. Da darf nicht mal ein Punkt stehen, denn weder handelt es sich um einen abgeschlossenen Ganzsatz, noch darf ein Punkt nach freistehenden, vom übrigen Text deutlich abgehobenen Zeilen gesetzt werden. Tja, Werbefuzzi, da ist dein Grammatikwissen wohl doch auf irgendeinem Toilettenspiegel in einem Münchner Club verblieben. Du bist eben doch blöd. Und ich habe Mitleid mit diesem Punkt. Dort auf verlorenem Posten, direkt an der Klippe zur schier unendlichen Sprachmüllkippe der Zivilisation. Ich stehe vor diesem Plakat und möchte in alle Welt rufen, macht doch mal keinen Punkt! Tut nicht immer so, als würdet ihr Sätze produzieren. Ich lese die Modeseiten im Musikmagazin Intro. Nach Patty und Stüssi ist Silo T der dritte Kollabopartner von Converse, der sich den First-String-Modellen austoben darf. Auch bei dieser Zusammenarbeit wurden die High-and-Low-Versionen des Pro-Leather vom Feinsten überarbeitet. Als Upper wurde Silo Signature Canvas verwendet. Hä? Verdammt, ich habe 19 Semester studiert und einen Abschluss in Linguistik. Und nicht den Hauch einer Ahnung, was mir da gesagt werden soll. Neben den Schuhen werden November auch 2 T-Shirts erscheinen. Ach so? Es geht um Schuhe, die irgendwann erscheinen.
Seit wann erscheinen Schuhe? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich habe den Schuh gesehen. Fürchtet euch nicht, er trat unter uns als Kollabopartner und erkennt ihn an seinem Upper. Macht doch mal keinen Punkt. Die ganze Intro-Mode-Seite hat keine Punkte verdient. Von wegen Tote Hose, Replay Social Denim hilft bei der Interaktion mit dem Freundeskreis via Facebook. Replay verwandelt damit die Jeans in einen Social Aggregator. Worum geht's? Diese Jeans hat eine extra Tasche fürs Handy. Wahnsinn! Für 149 bis 189 Euro. Mach doch mal keinen Punkt! Das sind keine Sätze, das ist geistlose Sprachersatzmasse. Ein geschmacklos zusammengequirlter Brei aus drei gleichen Teilen Deutsch, Englisch und Werbisch. Wenn diese Zeilen eine Mahlzeit wäre, dann wären sie westfälischer Wurstebrei. Und das schmeckt, wie es klingt. Mach doch mal keinen Punkt! Verehrte Fahrgäste, dieser Zug hat zurzeit 30 Minuten Verspätung aufgrund von Verzögerung im Betriebsablauf. Mach doch mal keinen Punkt! Was ist denn das für ein Satz? Verzögerung im Betriebsablauf, was heißt das anderes als wir haben gebummelt? Ergibt also, dieser Zug hat zurzeit 30 Minuten Verspätung aufgrund von Verspätung. Verspätung, Verspätung kann man gegeneinander wegkürzen, das ist Mathematik. Übrig bleibt, dieser Zug hat 30 Minuten, was ist das für eine Aussage? Macht doch mal keinen Punkt, sagt irgendein Manager von General Electric. Wir gehen immer mehr dazu über, statt Produkten Lösungen zu verkaufen. Macht doch mal keinen Punkt. Wieso wird man festsitzen und husten so schlecht wieder los? Schuld sind Schleimmonster. Macht doch mal keinen Punkt. Sprache ist ein Gefäß, in das man jede Grütze abfüllen kann. Aber macht doch mal keinen Punkt. Dann kann man hingehen, reingreifen und aus dem gleichen einen Sermon neue Sätze basteln, die vielleicht etwas zu sagen haben. Verehrte Fahrgäste, wir gehen immer mehr dazu über, Verspätung als Produkte zu verkaufen. Punkt! Als Lösung bei mehr Verspätung muss weniger Pinke-Pinke erscheinen. Punkt! Wieso wird man festsitzen im Manager so schlecht wieder los? Schulz und Schleimmonster. Punkt! Das sind Sätze, das sind Aussagen. So muss Sprache und zwar aussehen. Deshalb macht doch mal keinen Punkt! Denn wo die Gedanken nicht mehr dicht sind, hilft auch kein Punkt mehr, sie ordentlich zu schließen. Punkt.